Wir wissen, dass die Patienten ganz unterschiedliche Sorgen und Bedenken im Leben aufgrund der CED-Erkrankung haben. Das sind ihre persönlichen Bedürfnisse, die wir da berücksichtigen müssen. Das kann von ganz banalen Dingen sein, wie gehe ich mit einer Erstdiagnose um, wie verdaue ich diesen Schock der Diagnose, verdränge ich alles oder keimt in mir Hoffnung. Wir wissen, dass vor allem Jugendliche diese Diagnose am Anfang schwer akzeptieren können. Es ist aber wichtig, dass eine Akzeptanz entsteht, damit ein erfolgreiches Miteinander im Arzt-Patienten-Kontakt entstehen kann, damit möglichst wenig Komplikationen aus so einer Diagnose im Verlauf entstehen. Wir wissen, dass ein Therapiebeginn häufig mit großer Hoffnung und Zuversicht auf eine schnelle Symptomlinderung begleitet ist. Und wenn es dann unter Therapie doch zu einem Durchbruch der Erkrankung kommt, dass dann wieder Panik, Angst oder die Furcht vor vielleicht auch Operationen aufkommen kann und der ganze Zyklus sich von vorne wiederholt. Ja. Und ein Aufruf an Sie, überlegen Sie sich, in welcher Situation Sie sind, versuchen Sie Ihre Bedürfnisse herauszufinden, damit Sie Ihrem Arzt mit Ihren Bedürfnissen gegenübertreten können, damit er auf Ihre Bedürfnisse eingehen kann. Schreiben Sie Ihre Fragen auf, versuchen Sie Ihre Fragen zu verschriftlichen. Diesen Spickzettel können Sie gerne mitbringen. Versuchen Sie vielleicht da auch eine Hierarchisierung Ihrer Punkte hinzukriegen, dass Sie die wichtigsten Punkte in so einem Spickzettel am Ende des Arztkontaktes so weit abgearbeitet haben, in Anführungszeichen, dass Sie so weit informiert sind und zufrieden sind. Es können krankheitsbezogene Ziele sein. Eine schnelle Verbesserung der Symptome. Sie haben Beschwerden. Sie wollen diese Symptome möglichst rasch loswerden. Sie wollen natürlich, wenn Sie symptomfrei sind, möglichst in Symptomfreiheit bleiben, was wir Remission nennen. Das heißt, wir und Sie wollen eine Nachhaltigkeit unserer Therapie, Vermeidung von weiteren Krankheitsschüben mit allen Konsequenzen, gegebenenfalls auch Operationen und dass eine Therapie möglichst ohne Nebenwirkungen durchgeführt werden soll. Formulieren Sie Ihr Therapieziel, sprechen Sie es an. Was wollen Sie erreichen? Was sind Sie auch bereit in Kauf zu nehmen, um dieses Therapieziel zu erreichen? Und fragen Sie auch Ihren Arzt nach seinem Therapieziel und auch nach seiner Begründung für dieses Ziel. Scheu vor schambesetzten Themen abbauen. Der Aufruf ist ganz wichtig. Trauen Sie sich, schambesetzte Themen, die für Sie von großer Wichtigkeit sind, offen anzusprechen. Denken Sie daran, auch Ihr Arzt hat möglicherweise Scheu, solche Themen anzusprechen. Auch er ist nur ein Mensch. Was kann das sein? Bei Crohn- und Colitis-Patienten eben ganz oft auch der perianale Befall, Fisteln, Abszesse, Ausfluss bei Fisteln zum Beispiel aus der Vagina oder Stuhlübertritt in die Vagina, vaginaler Stuhlabgang. Ganz viele dieser Beschwerden können auftreten. Und wenn diese Beschwerden aufgetreten sind, dann sollten Sie das formulieren können. Sie sollten sagen können, wenn Sie aufgrund Ihrer Beschwerden Probleme in der Sexualität haben. Sie sollten formulieren können, wenn Sie aufgrund Ihrer Morbus Crohn-Beschwerden Probleme mit der Kontinenz haben. Das kann ja auch sein, nur im akuten Schub, aber das sind Symptome, die häufig schambesetzt sind und nicht berichtet werden, eventuell auch, weil man eine körperliche Untersuchung in diesem Bereich scheut oder weil man es einfach nicht ansprechen möchte. Wenn das der Fall ist, diese Symptome, dann sind die aber wichtig für den Arzt, weil nur wenn er diese Symptome kennt und weiß, dass diese Symptome bei Ihnen vorliegen, kann er sie besprechen. Sprechen Sie es an, wir können Ihnen da vielleicht helfen, Ihnen die Ängste zu nehmen und denken Sie auch da wieder an die nicht körperlichen Beschwerden, Müdigkeit zum Beispiel. Thematisieren Sie das bitte. Wir hören das immer wieder. Wir sind froh, wenn wir es hören dürfen, in Anführungszeichen, weil wir dann wissen, wo Ihre Bedürfnisse sind und Ihnen dann viel, viel besser helfen können. Vielleicht ist die Angst vor neuen Therapien auch ein Grund, warum Sie uns gar nicht sagen, wie es Ihnen geht, ja, oder dass es Ihnen schlechter geht, weil Sie vielleicht von der neuen Therapie nur noch eine weitere Verschlechterung erwarten oder Nebenwirkungen erwarten. Was wichtig ist, dass der Arzt und Sie über Nebenwirkungen der Therapie spricht. Sie müssen sich aber im Klaren sein, Nebenwirkungen sind immer eine statistische Größe. Das heißt nicht, dass jeden
jeden Nebenwirkung trifft. Und es ist auch nicht so, dass die eine Nebenwirkung nur zu 50% haben, sondern bei ihnen tritt die ein oder nicht ein. Es ist nicht jetzt, dass wir ihnen Angst machen wollen, dass wir bestimmte Nebenwirkungen adressieren, sondern wir brauchen ihre Mitarbeit. Wenn solche Nebenwirkungen auftreten, müssen sie uns das sagen können. Das heißt, wir müssen sie vor Beginn ausführlich über Nebenwirkungen aufklären, um ihnen das Bewusstsein zu diesen Nebenwirkungen zu schärfen, damit sie das berichten. Alles, was sie berichten, ist wichtig für die weitere Therapieentscheidung. Denken Sie bitte, jeder von Ihnen kommuniziert anders, jeder von uns Ärzten kommuniziert anders. Wenn Sie sich da wiedererkennen, vielleicht können Sie sich da so ein bisschen was zu Herzen nehmen, damit Ihr Arzt-Patienten-Gespräch erfolgreich wird.